So, liebe Leute, Rennwochenende Nummer 19. Herzlich willkommen in Austin, Texas. Großer Preis der USA steht an diesem Rennwochenende an. Und ja, wir wollen mal wieder Richtung Punkte ein bisschen schielen. In Russland und in Japan hat es auch nicht so ganz gut geklappt. Gerade jetzt, ja, gut, Russland, okay, mit der Strafe, klar. Und Japan war einfach nicht unser Rennwochenende. Und Japan ist einfach, für mich, ich mag es auch nicht, die Strecke. Und ja. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. So ist es. Gut, dann gucken wir mal, was wir gerade noch ein bisschen an Kohle haben. Wir machen mal rein. Wir haben mal ein bisschen rein an Kohle. Triebwerk, Spezifischkeit, Marketing, Chassis, Aerodynamik. Ach, das ist nur das alles, okay. So. Kostet 10 Millionen. Da brauchen wir noch ein bisschen Geld auf jeden Fall. Für. Das wird doch ein bisschen zu viel sein. Was hältst du hiervon? So, wir brauchen mal wieder ein bisschen was an Einheiten. So. Und dann gehen wir rein ins Rennwochenende. Gucken wir mal, was die Aktivitäten und sagen. Wir haben ja viel, viel Slot. So, Sponsorenevent. Und PR-Aufnahme fürs Auto. Gut, gehen wir rein. Ins laufende Rennwochenende. Bisschen Kohle mitnehmen. No? Wir hatten ein gravierendes Problem in der Herstellungskette. Das ganze Entwicklungspaket für dieses Wochenende ist fehlgeschlagen. Die Details kannst du dir auf dem F&E-Bildschirm ansehen. So. Dann gehen wir mal rein ins laufende Rennwochenende. Gucken wir mal. Ich hoffe mal, dass wir das Wetter ein bisschen halbwegs vernünftig mit dem, also solche trockenes Rennen oder so. Die letzten zwei Rennen waren. Aber ich vermute, dass wir irgendwann mal wieder im Laufe des Rennens unsere Karriere hier, diese letzten vier Rennen überhaupt noch, nächstes Mal nach Mexiko, dann Brasilien, Abu Dhabi, dann sind wir nämlich durch, nochmal ein bisschen was anderes Wetter haben. Soweit ich schon mal ankündigen kann, werden wir in der nächsten Saison eine kurze Saison fahren mit wahrscheinlich nur 10 Rennen. Da das neue Spiel am 17.06. rauskommt, was relativ kurz ist, was mir natürlich ein bisschen meine Planung frisst, werden wir nicht eine komplett neue Saison fahren. Das heißt, wir werden hoffentlich mit dem Release, mit dem neuen Spiel anfangen. Ich muss jetzt mal ausrechnen, wie viel wir fahren, ob das nur 10 Rennen werden. Ich versuche es. Kann sein, dass wir auch nur kurz zusammenfahren. So, wir gucken uns mal ins Rennwochenende und ich habe es gerade so ein bisschen angesprochen. Es gibt tatsächlich Regen im Rennen. Leichter Regen aber nur. Okay, naja, gut. Gehen wir rein ins Rennwochenende. Renn Nummer 19, USA, liebe Leute. So, ich komme sofort wieder. Ich muss immer noch ganz kurz vorhin. So, we'd like to run the acclimatization program if you have a chance before qualifying. It'll give us a good indication of our relative pace and consistency.
track is pretty empty right now. Lots of space. Ja, die nutzen wir dann auch. Herzlich willkommen zurück auf jeden Fall. Ich hatte nur, dass ich ganz kurz noch was klären musste. Und jetzt geht's auch. Jetzt bin ich wieder voll für euch da und gehen in dieses Rennwochenende. So, USA, USA, USA. USA, und dadurch, dass das Rennwochenende ja, es wird nass sein, aber ich gehe mal davon aus, dass wir mit Inters fahren können. Deswegen werden wir wahrscheinlich ein bisschen umgeändert, wenn wir umgeändert trocken sind, dann fahren. Wir müssen ja wieder mal ein bisschen liefern. So, gehen wir rein, ne? Be like a rubber out on track. Try to take it easy for a couple of laps. So, 2 Minuten haben wir jetzt ein bisschen verplempert. Wie gesagt, nächste Saison werden wir mit einem neuen Auto fahren, das ist schon mal ganz klar. Und ja. Soweit ich uns auch schon mal ein bisschen ankündigen kann, geht Assassin's Creed uns erst nächste Woche weiter. Also leider heute Abend und morgen Abend kein Assassin's Creed. Liegt ein bisschen an meiner Zeitplanung. Aus Gründen, da ich ja seit Donnerstag wieder arbeite und es da nicht geschafft habe, Assassin's Creed zusätzlich aufzunehmen. Und ja, deswegen geht am Montag wieder weiter, Montagabend. Da kann ich euch schon mal versprechen. Ich komme jetzt Samstag frühestens wieder zum Aufnehmen. Oder Freitag, mal gucken. Nachdem, vielleicht kriege ich, kann ich ja Samstag noch die Folge rausnehmen. Schauen wir einfach mal. Egal. So, zurück zur Formel 1 und dem Busmarkt der USA. Wir sind in Austin zu Gast. In Texas, eine Strecke, die mich nicht mag, die ich nicht mag. Und aus natürlich vielen Gründen diese Saison in der MSFL kompensiert habe, um sie nicht fahren zu müssen. Und ja, das ist halt einfach der Grund. Und da ist halt einfach sehr viel passiert in den letzten Wochen, Monaten, Malen, wo ich auf dieser Strecke hier war. Deswegen, lass uns erstmal sein. So, gehen wir mal rauf auf die auf Fett und versuchen es mal. Dass wir hier heute können. Ob das übrigens das letzte Rennen der Saison in Abu Dhabi am Sonntag stattfinden wird, steht auch nicht so ganz fest. Da wir letztes Mal auch nur 12 Leute fahren und vermutlich zum Abschluss der Saison noch mal ganz, ganz wenige sein werden, ist die Überlegung, ob das Rennen abgesagt wird. Deswegen einfach abwarten. Kann sein, dass uns da kein Stream kommt. Und dann weiß ich hoffentlich auch mehr. Dann weiß ich, wie die Planung ist. Also es kann sein, dass Sonntagabend spontan sogar Assassin's Creed kommt. Aber ich gucke mir, wenn er Samstag, Sonntag oder Montagabend. Aber ich vermute, dass ich am Samstag aufnehmen komme, zum Aufnehmen komme. Ich kam ja aus vielen Gründen in den letzten Wochen nicht mehr so viel extrem zum Aufnehmen. Klar, GTA läuft immer wieder weiter, aber durch meine OP jetzt vor knapp einer Woche war halt ein bisschen schwierig. Diesen Content sein, vor allem wenn ich jetzt auch wieder arbeite. Also ich werde wahrscheinlich jetzt Assassin's Creed wieder mal weitermachen, zu Ende machen noch. Wahrscheinlich ja, kann dann sogar unregelmäßig kommen und dann wird es auch kein neues Projekt mehr geben an diesem Abend, in diesem Abendslot. Ich hatte überlegt, nämlich was anderes noch einen anderen Teil zu spielen. Aber nun ja. So, nächste Bestzeit von George Russell habe ich gerade gesehen, in 36,4, wenn ich es richtig gesehen habe. Ob wir da rankommen, muss ich gucken. Wir fahren ja jedenfalls am Medium Points übrigens. Ein gewisser Max Verstappen, der aber jetzt wieder reingeht, also noch nicht die Zeit mitnimmt. So, die Russell-Zeit haben wir nicht ganz geknackt. 36,4, ja, knapp. Wir sind jetzt bei 36,671, also 0,3 Sekunden hinter dem Haas. Aber es schaffen, ihn zu knacken oder überhaupt nach vorne zu springen, mal schauen. ETA is about 15 minutes. Okay, Regen in 15 Minuten, sagt er uns gerade, meldet er uns gerade hier aus der Wetterstation. Der gute Jeff. Ja, ich mag diese. Oh, diese ist nicht. Mir liegt diese Strecke nicht. Wie gesagt, nächsten 3 Rennen wird ein bisschen einfacher werden. Mal gucken, ob wir da überhaupt ein paar Punkte mit holen nehmen können. Ja, leichter Quersteher, aber. Es fehlen halt wieder 0,3 Sekunden, 0,37, glaube ich, um es genau zu nehmen.
two laps of fuel remaining. So. Können wir noch mal was mitnehmen am Ende, in den letzten Schlängeln dieser Strecke? Bestzeit Sektor 2 sogar. Im ersten Sektor haben wir noch was verloren, aber im zweiten Sektor haben wir noch was mitgenommen. Und ich habe immer mal wieder so Quersteher, aber die reichen momentan, um auf die Russell-Zeit zu gehen. We're low on fuel. Box in the next two laps, please. Und da haben wir verloren gerade. Mega Zeit verloren. Auch hier wieder. Und es wird nicht reichen. Klar, momentan eine Verbesserung. 0,1 Sekunde haben wir jetzt. Rückstand. Bei den letzten Metern haben wir nochmal echt was fliegen lassen. Naja, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir es hin mit der nächsten Runde. Ich vermute, für ganz vorne wird es nicht reichen. Jetzt müssen wir echt aufpassen, weil wir voll in den Nesses durch sind. Wir sind noch 200 Minuten. Naja, ich denke mal, dass wir die Runde noch fahren und dann ist gut. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Ja, ein bisschen haben wir am Anfang gehabt von ihm, wenn man hat Zeit, aber da war echt viele Fehler drin. Diese übelsten Quersteher, die wir hier mal wieder haben, die gefallen mir nicht. This lap, please. Box this lap. Lass mich ruhig. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Da wir ja wieder weicher fahren und im Regen rennen, ist es ja letztendlich auch egal, was wir fahren, ne? Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück durch das Safety Car oder wie auch immer mit dem Regen. Dass wir durchfahren können mit den Inters und was mitnehmen können. So, Kwiat übrigens mit der neuen Bestzeit 36.2. Ist momentan über 3 Sekunden schneller als wir. So, jetzt sind wir... Ja, Magnussen hängt sich ans Troll, also der zweite Haas bleibt hinter dem Racing Point. Sollte es übrigens im neuen F1 keine MyTeam-Karriere geben, wenn man... mit dem Alpha Tauri diese Karriere beginnen. So vermute ich mal zumindest. Mit dem Alpha Tauri oder mit dem Haas? Ich weiß es noch nicht. Also wie gesagt, das neue Spiel kommt am 16.07. raus. Da muss ich dann ausrechnen, wie viele Rennen wir da fahren. Ob wir die 10 Wochen Karriere, vielleicht machen wir auch nur 7, 8 Rennen. Oder wir fahren eine ganz, ganz kurze Karriere durch mit dem MyTeam, sondern, obwohl, das wäre eine gute Idee. Wir beenden nach dieser Saison tatsächlich die MyTeam-Karriere und gehen dann nochmal in eine Fahrerkarriere rein. Also mit dem Originalfahrer. Und machen dort nochmal eine kurze Saison zum Abschluss. Ja, das ist doch eine gute Idee. Genau, dann haben wir zwei Rennen, zwei Saisons MyTeam-Karriere gefahren, also jetzt auch 3 Rennen. Und dann machen wir eine Fahrerkarriere, nur kurze. Dann wissen wir, wie es so aussieht. Da müssen wir mal schauen, mit welchem Fahrer wir es machen. Ihr könnt ja mal so ein bisschen vorschlagen, so ein bisschen in die Kommentare schreiben. Hey, machen wir mit dem oder wie auch immer. Einfach mal so ein bisschen als Idee. Also das Fakt ist, es wird kein Topfahrer werden, sondern der was am Ende fährt. So, ich... mach mal gerade den Weg zurück in die Garage, weil die Saison ist durch. Also die Session ist durch. So. Hey, alles gut, dann machen wir es so. Dann passt das aber euch keine kurzen MyTeam-Karriere reinzuhauen, sondern nur. Dann machen wir das nämlich ein bisschen was anderes. Dann machen wir in der nächsten Saison tatsächlich, wollen wir dann
Weil ich wollte es eigentlich tatsächlich planen, dass wir die nächste Saison in der MyTeam-Karriere mit Aston Martin beginnen. Ich habe das Auto sogar so schon fertig, also nicht original so, wie es momentan ist, sondern so ein bisschen vorgearbeitet. Das Auto hat halt Pik eingefärbt und mit grün eingefärbt mit einem rosa Streifen drauf und so. Aber dann machen wir das so, dann fahren wir wahrscheinlich. Mal gucken, wie die neue Saison wird und wie das neue Spiel wird. Und dann fahren wir sogar mit dem Aston Martin in die neue Saison. So. Wir sind Rang 8. Wie gesagt, wir werden dann in der nächsten Saison einfach quasi eine kurze Saison mit einem festen Fahrer fahren. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns in der Top 3 noch einmal an. Hamilton, Verstappen und Lando Norris. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und vor allen Dingen in Elbon und in Kwiat, beide mit Inters, sind schneller als wir mit den Mediums. Nur so nebenbei. Rückstand ist für uns 1,7 Sekunden, was ja gar nicht ganz so weit weg ist. Was in Ordnung ist. Wie gesagt, wir fahren auf KI-Stärke 85 und auch ich muss mich da erstmal ein bisschen reinfuchsen. Deswegen. Naja, schauen wir einfach mal. So, wir sind auf jeden Fall erstmal durch. Mit dem ersten freien Training gehen direkt weiter gleich ins zweite freie Training. Und ja, dann wie gesagt, schauen wir einfach mal, wie es in der nächsten Saison mit dem anderen Fahrer wird, mit dem festen Fahrer wird. So, das haben wir nämlich schon mal gemacht damals mit dem Vettel, glaube ich. So, gehen wir rein weiter ins zweite freie Training hier. So. Fahren wir raus. The track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. So, fahren wir auf die Strecke. Ja, dann ist gut, wie gesagt, dann fahren wir mit zwei Saisons in der MyTeam-Karriere. Oder versuchen wir es, gucken wir, was wir in der nächsten Saison machen. Ob wir in der nächsten Saison nochmal ein altes Team wiederbeleben können. Wenn, also ich weiß, dass wir in der nächsten Saison im nächsten Spiel, das wie gesagt am 16.07. rauskommt, dann mache ich einfach, wie gesagt, eine kurze Meisterschaftssaison mit einem fixen Fahrer, mit einem echten Fahrer und dann ist gut. Ich denke, so passt es heute vom Realistischen her. Dann kann man nämlich die Zeit jetzt überbrücken, mal jetzt nochmal eine neue Saison anzufangen und die dann eventuell wieder abbrechen zu müssen oder, weil das Spiel diesen Monat sehr, sehr früh rauskommt, oder dieses Jahr. Noch früher als, glaube ich, der letzte Sitzung war es, glaube ich, im Juli. Naja, alles gut. So, viel länger werden wir heute nicht fahren. Also drei Runden werden wir wieder hinkriegen. Aber wie gesagt, wir sind 13er geworden und sind quasi so ein bisschen mit dran. Was die Punkte betrifft, mit einem guten Start können wir hier gute Punkte mitnehmen. Letzte Rennen konnten wir leider Leclerc und Dings nicht schlagen. Leclerc ist das Wichtigste, dass ich den auch mal in der Saison geknackt bekomme. So, Zeit läuft ab. Ja. Wieder böse verbremst da.
Bevor es ist ein Auto, besser die ersten zwei Sektoren. Aber es ist kein Kutsche, wir sind das erste Auto, was zur Zeit sitzt. Der Mercedes da vorne ist auch auf der Outlap. Wir haben mit Mercedes gerade rausgehüpft. Rausgekommen. Hat 34,2. Ja, dann haben wir zumindest mal eine gute Zeit gesetzt. Die ein bisschen schneller ist auf jeden Fall das, was wir mit Medium geliefert haben. Und jetzt müssen wir mal gucken, was die anderen Jungs da so gleich abliefern. So, da ist noch ein Auto auf die Strecke gekommen und das ist ein Alpha Tauri. Soweit ich das gerade von der Zeit vom Auto sehe. Fiat, ja. Oh, ja, aber ich da mal schön was verliegen lassen. Da haben wir schön was gerade liegen lassen. Auf den Alpha Tauri vorbeikommen. Wage ich gerade ein bisschen zu bezweifeln. Die Zeit ist eh kaputt. So, jetzt heißt es momentan besser von Bottas. Wieder dieser mega Verbremser. Also ich komme auf diese Strecke überhaupt nicht klar. Eine Sekunde Rückstand. Also, wieder wie Filme haben wir Valtteri Bottas in Vorder Trasse. Okay, das war ein bisschen sehr optimistisch. Mein Fehler auch. This lap, please. Box this lap. So, dann sind wir gleich durch beim zweiten freien Training. Wir haben 4. So. Sprit wird hier gleich aus sein. Aber wie gesagt, momentan führen wir noch vor Valtteri Bottas. Das ist erstmal vor dem aktuellen Weltmeister. Und auch dem finalen Weltmeister unserer MyTeam-Karriere. Zwei Rennen, zwei Karrieren nochmal durch. Oder zwei Saisons.
Jetzt fahren wir das Auto noch in die Box. Und dann sind wir durch. Mit dem zweiten Training. King. So, ab in die Box. Damit sind wir mit dem zweiten Training heute. Some point before qualifying, let's get our track acclimatization program complete. It'll help us identify any specific problem areas on the circuit. So. Na, gucken wir mal, was am Ende rauskommt. Charlie Claire schon mal schneller als wir. 33,4. Fast eine Sekunde hinter dem Ferrari. Also, ja, wie gesagt, ganz vorne wird es eh nicht reichen. Daher ist es auch eh unwichtig. Ich habe die Saison eh schon abgehakt. Wir müssen gucken, dass wir so viele Punkte oder so viele Ergebnisse, gute Ergebnisse wie möglich noch kriegen. So. Zweite Freitraining ist durch. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Leclerc und Lando Norris. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das Freitraining ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Genau so ist es. 5000 mal mit der Nummer, oder? Doch gut, bin zufrieden. Mein Gott. Gibt Schlimmeres im Leben. So, gleich geht's auf jeden Fall auch weiter mit dem letzten freien Training in dieser Saison. Nein, überhaupt nicht in die Saison. Mit dem drittletzten freien Training dieser Saison. So rum ist es richtig. So, direkt weiter gleich mit dem letzten freien Training. Auf geht's. So, dritte freie Training. Auf geht's. Let's get a few laps under our belt. Auch hier werden wir wahrscheinlich wieder drei Ründchen fahren können. Ich überlege mich auch gerade, ob ich nächste Saison nochmal eine weitere Wahl ausschalten soll, wenn ich die kurze Saison fahre. Aber ich will ja auch immer mal das Rennen ohne mit Schalten und ohne Fraktion. Vielleicht machen wir das auch, machen wir das auch im nächsten Rennen. Nicht im nächsten Rennen, sondern
wenn wir die Karriere starten. Ja, ich fahre bewusst jetzt mal auf alles auf aus, damit ich halt hier. Bisschen Sprit sparen und vor allen Dingen auch ERS sparen. Und es geht schon in den letzten Teil dieser Strecke hier. Auch hier werden wir schon wieder drei Röntchen fahren. Das, dann sind wir nämlich durch mit dem Reihenbrennen. Das letzte, viertletzte. Und nicht drittletzte. Weil wir ja mit Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi jetzt noch drei Rennen haben danach. Und dann springen wir rum in der Fahrerkarriere. Also so eine Meisterschaftskarriere, wisst ihr? Nennen wir die Mädchenkarriere und dann, weil es halt einfach zu kurz der Abstand zum neuen Spiel ist. So, mal gucken. Der 5. Platz war es im zweiten freien Training, 13. am 1. Und ich klinge das dann ganz ordentlich. Also ich wäre zufrieden mit Platz 13 in der Quali, muss ich sagen. Dafür, dass mir die Strecke nicht liegt, war es gut. Das ist okay. So, erster Sektor. So, also jetzt mal schön die lange Gerade runter. Zweiter Sektor jedenfalls violett, aber auch das ist halt kein Kunststück. So. 1,34,3. Oh, das ist eine ordentliche Zeit. Die ist, glaube ich, sogar etwas schneller als das, was war. Was das? Als das, was war im. Als das, was wir im zweiten gefahren sind. There's three laps of fuel remaining. So, was war noch morgen vorhaben? Das zweite böser Abflug. We have to replace that front wing. Box. Böser Abflug. Da bin ich einfach wieder auf die Kürze zurückgekommen. Das passiert leider sehr, sehr schnell hier. Kaputt. Ah, scheiße, ich hasse diese Rück... Ich will nämlich das... Ja, da müssen wir uns mitleben. Okay, dann ist es jetzt einfach so. Dann bin ich hier sogar schon das dritte Freitraining. Scheiße! Mann! Ich ärgere mich das gerade. Eine Runde sind wir gefahren. Mit Zeit haben wir auf jeden Fall drin als 34,3. Naja. Ohne Flügelchen. So, Mick hängt sich hinter uns. Moment. Fahrer hinter mir. Mick is behind you. Their best lap time is a 1:36.3. Ja, 2 Sekunden vor Mick. Wir müssen jetzt gerade ein bisschen aufpassen, weil wir gerade komplett ohne Flügel unterwegs sind vorne. Nach diesem bösen Einschlag.
Nach den Estes sind wir nämlich schön nach links einmal abgebogen in die Wand und ich spiele, dieses Auto ist so unruhig auf dieser Strecke. So, ab in die Box zurück. 4 Minuten haben wir noch. So. Car repairs have set us back a little. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Weil die Zeit läuft eh runter, wir müssen den Flügel ersetzen. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. Rain is forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. So, 10 Minuten hat er noch Regen. Das heißt, wir fahren nochmal einen Schuss mit einem neuen Satz Reifen. Vielleicht kann man noch mal was rausholen an der Zeit. Bottas sogar schneller jetzt als wir, also momentan klar. Fahrer vor mir. Didn't catch that. Say again. Fahrer vor mir. Bottas is ahead of you. Their best lap time is a 1:33.7. So, unser Frontflügel ist wieder dran und jetzt geht's darum, sich wirklich zu verabschieden. Jetzt versuche, einen Versuch werde ich noch setzen. Hier sind wir immer eingeschlagen, da links in die Wand. Und hat jetzt das Training quasi und jetzt den Frontflügel gekostet. Wie gesagt, einen Versuch setze ich noch. Oh, Alter, das Auto ist so unruhig beim Rausbeschleunigen. We're expecting rain in around 10 to 15 minutes. Ja, und dann sind wir der Zweite. Also Gasly ist voll. Und weg! Wir werden sogar die letzten drei Rennen noch mit einem neuen Team fahren. So quasi das, was ich eigentlich in der neuen Saison machen wollte, aber da hatte ich nicht damit gerechnet, dass das Spiel so früh kommt. Ich habe das mit August jetzt gerechnet. Da hätte ich mal bestimmt noch ein Problem mit der Saison reingekriegt. Das kriegen wir jetzt nicht mehr. Zumindest eine kurze Saison von 15 Rennen wir reinbekommen, aber ja, das macht keinen Sinn. Alles gut. Machen wir so. There's 4 laps of fuel remaining.
Wieder so ein kleiner Quersteher, aber wie gesagt, die sind so unruhig. Also das kriegt gar nicht hin. Die Zeit ist überhaupt nicht da. Seht ihr gerade, das ist schon eine halbe Sekunde Rückstand auf die Führung, auf die Spitzenzeiten. War er vor mir? Russell ahead. Our gap to the car in front is 21.0 seconds. Their best lap time is a 1:34.0. 34.0 hat er gefahren. Dann hüpfen wir rein in die Garage und beenden hier das freie Training. Morgen geht es weiter mit der Qualifikation noch. Our best lap so far is a 1:34.3. So. Fünfter momentan. Ja, es ist nicht mal eine Sekunde hinter der Spitze, aber wie gesagt, für ganz vorne wird es nicht reichen. Auch das wäre noch wieder ein paar Punkte weg mit dem. Und da jetzt alle so, Fahrzeuge Leute, die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Hamilton, Verstappen und Valtteri Bottas. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So, ja, passt. Darüber. Sie haben sich heute im Training richtig verausgabt. Testen Sie neue Komponenten? So. Hatten Sie das Gefühl, dass das Rennen für Sie heute gut gelaufen ist? Ja, war eigentlich okay. Was ist das Geheimnis Ihrer heutigen Leistung? Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten? Muss ich so sehen. Der Wagen ist nicht geeignet dafür. Klasse, das war dann alles. Ja. Ja, dann sind wir durch beim freien Training. Liebe Leute, das wird letzte dieser Saison. Ich stehe da, stand an. Heute ist Freitag, der Freitag ist durch. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem... Mit dem Qualifying. So. Das ist das Nächste, was uns jetzt ansteht. Dann im Trocknen oder im Rennen. Das Rennen am Sonntag wird aber nass. Leicht nass. So. So. Dann machen wir das nämlich anders. Dann gehe ich kurz mal eben... Haben wir hier noch irgendwas drin, wo ich mal entwickeln kann?
jetzt können wir das vor der Saison machen, ne? Naja, wir haben mal sein. Wieder mal sein. Wir sind durch mit dem Training und gehen weiter ins Qualifying. Bis dahin und tschüss.